Ja, hallo Berlin, schön, dass ich hier sein darf. Genau, mein Thema heute ist die ganzzahlige lineare Programmierung und die 40-Punkte-Regel in der Bundesliga. Also wir haben schon mal eben gefragt, wer auf Fußball steht. Wer mag denn hier Mathe? Ja, auch so ein paar, okay. Ich hatte nämlich eigentlich die Befürchtung, dass es ungefähr so aussieht hier. Das bin ich bei meinem Junggesellenabschied, meinem guten Kumpel Michael. Da unten ist Steffen, der ist auch hier im Publikum. Da waren wir in der ersten slowakischen Liga bei Spartak Trnava gegen Michalovske. Das ist übrigens der Moment kurz nach dem 1:0-Siegtreffer für das Heimteam. Also es war eine relativ triste Veranstaltung. Aber wie gesagt, ihr seid motiviert, das finde ich super gut. Und Mathematik und Fußball, wie gesagt, es klingt kompliziert, kann es auch sein. Und dafür gibt es einige Beweise. Fritz Langner, ihr 5 spielt jetzt 4-3. Ein Drittel mehr Gehalt? Nee, ich will mindestens ein Viertel mehr von Horst Schimaniak. Unsere Chancen stehen 70-50. Thorsten Legert, bekannter Philosoph, glaube ich, kennen viele. Um euch mal ein bisschen die Angst zu nehmen. Also es gibt viele Genies unserer Zeit, die das auch nicht so richtig auf die Kette gekriegt haben. Deswegen möchte ich heute was erklären, was ihr vielleicht schon mal kennt oder gehört habt. Die 40-Punkte-Regel in der Fußball-Bundesliga. Was ist denn die 40-Punkte-Regel zuerst mal? Also wir haben erstmal eine Liga mit 18 Teams und es gibt ein Hin- und ein Rückspiel. Ja? Es gibt 3 Punkte beim Sieg, 1 beim Unentschieden. Wenn man verliert, natürlich nichts. 17. und 18. steigen ab. Der 16. spielt Relegation. Aber weil ich Relegation Mist finde, sagen wir einfach mal, der 16. steigt auch einfach ab. Das heißt, die Aussage ist, dass Teams mit 40 Punkten am Saisonende nicht absteigen. Das heißt, Teams mit 40 Punkten können nicht 16. werden. Das besagt die 40-Punkte-Regel. Und gucken wir uns mal die Fußball-Bundesliga an. So sieht das auch ganz gut aus. Also wie ihr hier seht, das ist seit Einführung der 3-Punkte-Regel, wie viele Punkte immer der 16. hatte. Und wenn ihr das mal so durchgeht, so ja, unter anderem auch der Hamburger SV mit 27 Punkten da unten, hat es immer noch geschafft, in der Liga zu bleiben. Ja? Als 15. So, und als 16. Entschuldigung. So, und genau, und die Frage ist jetzt natürlich, die man sich als Mathematiker stellt, und ich möchte euch so ein bisschen Einblick geben, wie man jetzt an sowas rangeht, an so ein Problem ist. Stimmt das denn? Also kann man mit 40 Punkten absteigen? Und dann habe ich meine kostbare Arbeitszeit dafür verwendet, mal ein bisschen beim Kicker durchzuwühlen. Und zwar in der Saison 2012 und 13 ist es in der Berlin-Liga, der 6. Liga, tatsächlich passiert, dass der 16., hoffentlich könnt ihr das sehen, dass der 16. sogar 45 Punkte hatte. Wir hatten vorhin das so ein bisschen empirischer Beweis, das ist Empirie, ja, sich mal Bundesliga-Tabellen angucken. Wie wir hier sehen, die 40-Punkte-Regel gilt nicht. Man kann auch mit mehr als 40 Punkten tatsächlich absteigen. Und was macht man als nächstes? Naja, als nächstes überlegt man sich, was kann denn so im schlimmsten Fall passieren? Und dann gucken wir uns mal ein extremes Beispiel an. Sagen wir mal, Bayern und Leipzig verlieren alle ihre Spiele und spielen gegeneinander unentschieden. Das sieht dann ungefähr so aus. Also es ist ein extremes Beispiel mit Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal passiert, aber genau. Und wir sagen einfach mal, alle anderen Mannschaften gewinnen ihre Heimspiele, die gewinnen bei Bayern und Leipzig und verlieren die übrigen Auswärtsspiele. Die Tabelle würde dann so aussehen. Ja? Der 16. bis zum 1. haben 57 Punkte. Jetzt fragen sich einige, naja, was macht denn diese Mannschaft da oben auf dem ersten Platz? Die ist doch gerade mit Abstand letzter in der Bundesliga. Und ja, ich habe einen Geburtsmakel. Ich habe das mal mitgebracht hier. Ich bin tatsächlich Hannover 96-Fan. Ja, es gibt vereinzelt Applaus. Ich weiß nicht, ob das für Mitleid ist, aber ich nehme es trotzdem. Genau, aber wie wir hier sehen, bei unserem extremen Beispiel, sieht man, als 16. kann man sogar mit 57 Punkten absteigen. Ja? Und man sagt sich jetzt, okay, das ist natürlich ganz schön extrem. Also ich meine, das passiert ja nicht. Ne? Aber gucken wir mal in die Champions League-Saison 2013. Das ist eine Liga mit 4 Mannschaften nur. Und als 1. und 2. kommt man weiter ins Achtelfinale und als 3. steigt man ab in die Europa League. Und hier ist es tatsächlich so passiert, so ein bisschen extrem wie eben, dass der 3. tatsächlich mit 12 Punkten in die Europa League musste. Ja? Also ich kann euch sagen, ich war tatsächlich beim entscheidenden Spiel im Stadion, das war Arsenal in Neapel, wo Arsenal zwar verloren hat, aber trotzdem aufgrund des direkten Vergleichs irgendwie weitergekommen ist. Und ich kann euch sagen, die Napoli-Fans waren nicht so begeistert und wissen so mathematische Extreme nicht zu schätzen. Ja, das, die Stimmung danach war suboptimal, wie man so schön sagt. Genau, also wie gesagt, es kann durchaus mal so passieren. So, und ja, genau, in dem Fall, das ist jetzt das extreme Beispiel. Aber das ist nur ein Beispiel, das ist noch kein Beweis, das haben wir uns gerade ausgedacht. Und jetzt möchte ich euch die ganzzahlige lineare Optimierung zeigen. Das ist ein Tool oder eine Methode, die ich sehr, sehr oft benutze, mit der man bestimmte Fragen beantworten kann. Und die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist, mit wie vielen Punkten kann man denn maximal absteigen? Und jetzt, eine Möglichkeit wäre auch, wir machen eine Enumeration aller möglichen Saisonverläufe. Enumeration, da zucken einige hier im Publikum. Das ist das nicht, wenn die Mama an der Tür klopft und sagt, hör auf zu enumerieren, das macht blind, das ist was anderes. Ja? Enumerieren ist einfach zählen. So. Wir zählen alle möglichen Saisonverläufe auf. Wir listen sozusagen jede möglichen Ergebnisse auf und gehen wir mal davon aus, dass es immer nur 1-0, 0-1 oder 0-0 gibt. Dann gibt es ein kleines Problem. Das Problem ist nämlich folgendes. Ein Spiel endet
wie gesagt, immer mit Remis, Heim- oder Auswärtssieg. Das heißt, pro Spiel drei mögliche Spielausgänge. Jeder Spieltag hat 9 Spiele. Das sind schon mal für jeden Spieltag 19.683 mögliche Spieltagsausgänge. Wir haben 34 Spieltage und das ist dann die Zahl, die dabei rauskommt. So viele Saisonverläufe gibt es. Ja? Das heißt, 10 hoch 146 Saisonverläufe. Jetzt sagt man, ist das viel, ist das wenig und so. Ich versuche das mal ein bisschen in Relation zu setzen. Ja? Also die Anzahl der Tage seit BR-Baubeginn sind 10 hoch 3,7. Die Anzahl der Atome im Universum, das ist eine große Zahl, ist 10 hoch 78, das ist weniger übrigens. Allerdings ist es natürlich immer noch viel weniger als die Anzahl der Ehefrauen von Lothar Matthäus. Genau, also wie gesagt, alle mal durchzuzählen, das ist nicht so clever. Genau. Und deswegen bemühen wir jetzt unseren intelligenten Löser, den wir auch am Zuse-Institut, wo ich arbeite, entwickeln. Und wir stellen diese Frage eben, mit wie vielen Punkten kann ich absteigen, als ganzzeitiges lineares Programm. Jetzt, wer jetzt abschalten möchte, jetzt ist der Zeitpunkt, es gibt eine Minute Mathematik. Okay, ich versuch's. Ja? Also, was hat man? Wir haben zwei Mengen. Wir haben Teams, die sind von 1 bis 18 durchnummeriert. Und wir haben die Spiele, das sind Paare I, J. Ja? I, J heißt, dass Mannschaft I zu Hause gegen Mannschaft J spielt. Dann haben wir Variablen. Für jedes Spiel gibt es Variablen, die sind entweder 0 oder 1. Ja? Die Variable X ist 1, wenn es einen Heimsieg gibt. Die Variable Y ist 1, wenn es einen Unentschieden gibt. Und die Variable Z ist 1, wenn es einen Auswärtssieg gibt. Und was weiß man natürlich als geübter Fußballkenner? Es kann nur eine von diesen drei Sachen passieren. Das heißt, wir können als Nebenbedingung schon mal aufschreiben, X plus Y plus Z für jedes Spiel ist gleich 1. Als nächstes haben wir eine Variable, die zählt die Punkte für jede Mannschaft. Das können zwischen 0 und 102 maximal sein. Und wir addieren 3 Punkte für die Heimsieger einer Mannschaft. Unentschieden zählen 1 Punkt und für den Auswärtssieg gibt es auch nochmal 3 Punkte. Ja? So, dann wollen wir natürlich, dass der, der zum Beispiel auf dem 15. Platz ist, natürlich mehr oder mindestens die gleiche Anzahl Punkte hat, als die Mannschaft, die auf dem 16. Platz ist. Und was ist jetzt die Frage, die wir uns gestellt haben? Also wie gesagt, das kodiert alle möglichen Saisonverläufe, so wie wir eben hätten durchzählen sollen, aber wie gesagt, mathematisch als ganzzahliges lineares Programm. Die Frage, die wir uns stellen, ist, was ist denn die maximale Punktzahl, die ein 16. haben kann? Wie ich schon eben erwähnt habe, wir haben am Zuse-Institut einen sehr intelligenten Löser, der auch dort entwickelt wird, Skip. Den kann man runterladen, kann man ausprobieren, also wenn ihr euch dafür interessiert, ist alles umsonst, wunderbar. Und in den füttert man genau so ein Programm, was ich euch gerade gezeigt habe, in einem bestimmten Format rein. Ja? Und dann sagt man, optimier das mal, also finde die beste mögliche Lösung. Und genau, er braucht nur 0,08 Sekunden und findet heraus tatsächlich, dass der 16. maximal 57 Punkte haben kann. Und das beweist, dass man mit 58 Punkten nicht absteigen kann. Das heißt, wenn ihr was mitnehmt von meinem Vortrag hier, ne, geht raus. Wenn ihr Fußball mögt, ist das sowieso cool. 58 Punkte kann man nicht absteigen. Aber ihr geht bestimmt auch gerne in Kneipen, wo Leute über Fußball reden und ihr geht da hin und sagt einfach mal, mit 58 Punkten kann man nicht absteigen. Dann, der Respekt ist euch sicher, ganz klar. So, und jetzt kommt, genau, wie gesagt, wir gucken uns das nochmal an. Die Lösung sieht tatsächlich genauso aus, wie wir es uns nochmal extrem Beispiel überlegt haben. Ja? Hannover auf 1. Es wird lange dauern, bis das nochmal passiert. Gut. Und jetzt kommt der Höhepunkt meines Vortrags. Beziehungsweise, ich sage aber, es ist mein Höhepunkt. Und zwar, wir versuchen jetzt zu zeigen, und zwar mathematisch, sehr schön, dass man mit 58 oder mehr Punkten nicht absteigen kann. Das haben wir eben schon bewiesen. Wir machen das jetzt mal durch einen eleganten kombinatorischen Beweis. Das heißt, ein bisschen Logik. Also, gehen wir es mal durch. Jede Saison hat 9 mal 34, 306 Spiele. Pro Spiel werden maximal 3 Punkte vergeben. Das heißt, maximal, wenn wir alle Punkte von allen Mannschaften zusammenzählen, gibt es am Ende 918 Punkte. So, nehmen wir mal an, der 16. stiege mit 58 Punkten ab. Ja? Das bedeutet, dass der 1. bis zum 15. auch 58 Punkte haben müssen. Ne? Die müssen ja mehr Punkte oder mindestens gleich viele haben. Wenn ich jetzt aber schon 16 mal 58 rechne, also sprich diese Punkte aufaddiere, komme ich auf 928 Punkte und das ist eine größere Zahl als 918. Ja? Und das ist ein Widerspruch. Das heißt, wir haben jetzt auch schön und elegant bewiesen, dass man mit 58 Punkten nicht absteigen kann. Das ist richtig schön, oder? Ja. Ich liebe meinen Beruf. So, welche anderen spannenden mathematischen Fragen gibt es noch? Woran forsche ich jetzt zum Beispiel gerade? Wir haben vorhin diese Liga gesehen. Wir nehmen das einfach mal als Beispiel mit 4 Teams. Ja? Und es gibt 12 Punkte und eine Mannschaft hat 0. Eine Frage, die sich jetzt stellt in der sogenannten Komplexitätstheorie, die stellt sich folgendes. Ich gebe euch mal diese 5 Tabellen hier, das sind diese 4 Mannschaften und ich habe einfach mal wild Punkte hingeschrieben. Ja? Die Frage ist, und es ist ungeklärt, ob man das schnell beantworten kann oder auch nicht schnell beantworten kann, das ist völlig unklar, welche von diesen Tabellen kann es geben? Ich mache mal eine ganz schnelle Umfrage, also wie gesagt, es ist alles gleich, wie gesagt, BVB hat 11, Arsenal 8, Neapel 5, Marseille hat 1, 2, 3, 4 oder 5. Okay, wer ist für Variante 1 Punkt, kann es diese Tabelle geben? Also es gibt nur eine davon übrigens. Keiner? 2 Punkte? 3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte. Wer hat sich gar nicht gemeldet?
Das ist die Mehrheit. Richtig ist tatsächlich diese Tabelle. Ja? Und wie gesagt, da forsche ich jetzt schon länger dran und ich habe tatsächlich kaum Ideen, wenig Ideen bisher, um zu sagen, ob das ein schweres oder ein einfaches Problem ist zu erkennen, ob so eine Tabelle valide ist, also ob es das passieren kann oder nicht. Das war meine Zeit. Ich hoffe, ihr seht jetzt nicht so aus. Ich gucke euch mal an. Na, ein bisschen besser. Genau, zum letzten Abschluss habe ich nochmal 3 Leckerli mitgebracht, weil ich habe noch ein paar andere schöne Sprüche gefunden. Novotny, für mich einer von 4, die gesetzt sind, außer ihm noch Kahn, Bierhoff, Kirsten und Matthäus. Villaretti. Es ist nicht so ganz einfach. 2 Chancen, ein Tor, das nenne ich 100%ige Chancenauswertung, Roland Wohlfahrt. Und einer von meinen Highlights, der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio, ich meine Quartett. Also, wenn ihr nicht viel verstanden habt, die Message ist mit 58 Punkten kann man nicht absteigen und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Kai.